Liebe Fashion-Freunde, bei mir seid ihr immer an der richtigen Adresse. Philipp Plein und ich, wir machen gerade die teuerste Jacke der Welt, indem wir nach dem Prinzip mehr ist mehr einfach alles draufballern, was wir so da haben. Und dann werden wir das versteigern für einen guten Zweck. Es muss sehr teuer werden, weil das ansonsten für uns beide image-schädigend ist. Richtig? Absolut. Ja. Also wir brauchen mindestens 500.000 Euro. Ja. Wir nehmen alle Coco-Bananas, was Geld Währungen. Ja. Du hast gar kein Verhältnis mehr zu. Du weißt gar nicht mehr, was ein Liter Milch kostet. 600-700 Euro. Ich weiß nicht mehr, wo man einen Liter Milch kaufen kann. Ich habe gar keine Ahnung. Ist denn die 500.000, die du einnehmen willst, ist das für dich viel Geld? Oder ist das so, wie wenn ich sagen würde, wir wollen da mindestens 50 Euro für? Das ist so ungefähr eine halbe Stunde Arbeit, ja? Würde ich mal sagen. So, jetzt mal ernsthaft hier. Seit du hier was designen darfst, bist du voll in deinem Element. Du kannst gar nicht mehr aufhören. Ja, ich bin absolut in meinem Element, auch total begeistert. Bloß diese Farbe da hinten, die sieht noch nicht so cool aus. Ja. Jetzt machen wir hier mal einen ganz großen Dollar drauf. Ja. Ey, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt, guck mal, wäre das nicht eine Idee, jetzt auch für in echt, ne? Guck mal, ich nehme jetzt einfach hier so ein Bundel Geldscheine und tue das in die Jackentasche. Ja, aber das ist ein bisschen blöd. Das ist Warum ist das denn blöd? Das ist zu prollig, ja? Das brauchen wir jetzt nicht. Philipp Plein hat gesagt, das ist zu prollig. Also das würde ich jetzt, davon würde ich jetzt mal abraten, ja? Alter, sag mal, wir sterben hier nicht an Corona, sondern an ganz normal FCKW, ne? Ja, aber das sieht schon mal ganz gut aus hier. Boah, ich fall gleich um. Mir geht's gleich wie Lil Wayne, ne? Ja, dann brauchst du einen Hustensaft. Aber was du uns eindieselst hier, merkst du das gar nicht? Wo ist mein Mundschutz? Den brauchen wir jetzt. Okay. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sieht aber geil aus, oder? Aber wenn du das in Serienproduktion gibst, sagst du immer, dass ich da mitgemacht habe. Dieser war von mir, die Dinge habe ich drauf gemacht. Ich möchte daran. Sieht echt geil aus. Ich habe sehr gute Anwälte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe sehr gute Anwälte. Das kann ich mir vorstellen, mein Freund. Einer sehr gut, Verkehrsrecht macht er sehr gut. Das Und auch ich. Einen für so Den brauche ich. Okay. So. Sieht gut aus. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Silber. Ja. Ich drehe das schon mal. Ich präsentiere das schon mal so ein bisschen. Oder du machst, ich drehe ihn. Okay, dreh einfach mal weiter. Was würde die jetzt so im Laden kosten, sagen wir mal, wenn du die jetzt... Ich würde sagen mal so 30.000 Euro, ja? Ja, auf jeden Fall. Ungefähr. Oh. Oh, ey, im Sale. Ich stehe nicht mehr auf. 30.000 Euro im Sale. Hier weiter sprühst, dann bleibe ich hier liegen. Okay, das war's. Das Ding ist fertig. Oh. Hammergeil. Welcher Promi würde die tragen? Fällt dir da einer ein? Ich glaube, ich muss die bei Germany's Topmodel anziehen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Also wir machen Folgendes, Leute, ja? Wo ist jetzt welche Kamera? Wo müssen wir hinschauen? Du guckst einfach rein und die Kamera so muss dir viele folgen. Kamera ist unglaublich. Okay, also Leute, wir versteigern diese Jacke noch diese Woche. Wir werden euch wissen lassen, wo und wann. Ja? Und wir werden das Geld spenden. Ja. Ja? Und zwar jeden Pfennig für. Ja, das gucken wir doch mal. Ja, das musst du schon sagen. Naja, ich werde mal schauen, wofür man das machen kann. Wir werden gucken, wer gerade am meisten. Weißt du, was wir machen? Am allerbesten ist die Arche in Berlin. Das ist eigentlich der Beste. Die Arche in Berlin kümmert sich um Kinder jetzt. Gerade in diesen Zeiten ist das natürlich eine wahnsinnig schwierige Angelegenheit. Und ich weiß, dass sich da gefreut wird über jeden Cent. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie noch zu was Gutem machen können, dann ist morgen schönes Wetter, oder? Ja, definitiv. Ja, ja? Absolut. Also, lieber Arche, es kommt wieder was von ihm und mir. So. Absolut. So, sag mal, Topmodel, ne? Ja, Topmodel. Es ist, erzähl mir mal so ein bisschen, was da auf uns zukommt. Es ist wahnsinnig spannend. Was ist dein Verhältnis dazu? Warum magst du diese Sendung? Warum ist das für dich so eine wahnsinnig interessante Angelegenheit? Also zunächst mal muss ich sagen, ich habe das erste Mal bei Topmodel mitgemacht. Ich glaube, vor 10 oder 12 Jahren. Also das war 2008 war es das erste Mal dabei. Ich glaube, 2008. Ja. Ja. Also es war so ganz am Anfang von Topmodel. Ja. Und ich war damals auf der Bread and Butter in Berlin. Aha. Das ist hier so eine Barcelona. Große Modemesse. Bread and Butter in Barcelona, genau, richtig. Und da haben wir die erste Fanshow überhaupt, war eine Topmodel-Show. War unglaublich scheiße, ja, die ja. Show. Also nicht Topmodel, aber meine Show, weil die Mädels konnten alle nicht laufen. Ja. Einer hat auch den Pullover verloren, da kam dann der Popo raus, war dann am nächsten Tag in der Bild. Wie, aber zieht man also, nicht noch eine Hose über? Ja, das war halt auch alles fürs Fernsehen so gestellt. Ja, das sah alles super toll aus am Anfang, aber auf dem Catwalk war es eine Katastrophe. Ja. Oh ja. Und deswegen habe ich ein ganz besonderes Verhältnis zu Topmodel. Unabhängig davon, Heidi ist eine gute Freundin und ich bin dann auch schon ganz oft bei Topmodel in der Zwischenzeit aufgetreten, also so wie die letzten Jahre hinweg. Das letzte Mal bei Americanics Topmodel und jetzt in Deutschland, das große Finale. Ich meine, das wird das Mega-Ding. Das heißt ja nicht Flop-Model, das heißt ja Top-Model. So ist das. Ja? Und deswegen, also wer nicht einschaltet, ist selber schuld.
Der ist doof, ne? Ja. Am Donnerstag um 20.15 Uhr läuft hier auf ProSieben auf dem We Love to Entertain You Sender ProSieben das große Germany's Next Topmodel Finale. Und ich persönlich, ich weiß, dass ich ab 8 Uhr vor Aufregung nicht mehr reden kann. Und ab 20.15 Uhr, wenn mich dann anruft, wird aus den Kontakten gelöscht. Ganz normal. Oder geblockt. So sieht's aus. Fertig. So, wir zeigen es noch einmal. So, Leute, das ist ein Meisterwerk. Ja? Philipp Lein und Klaas haben zusammen hier die Jacke des Jahrhunderts, nee, des Jahrtausends entworfen. Ja? Würdest du die so anziehen? Ja, klar, wenn du die anziehst, ist egal. Ne? Ich würde die anziehen. Muss so, ne? Aber die muss erst trocknen, dann ziehe ich ja. die an. Ja, ja. Aber wenn du sowas tragen würdest, wäre ja wirklich so, dass alle Leute denken, interessant, aber wenn er meint, wird das wohl so stimmen. Ne? Aber ist doch gar nicht mal so schlecht, mein Freund. Da würdest auch du drin gut ausschauen. Ja. Also, wir werden es so machen. Du ziehst sie an bei Germany's Next Topmodel im Finale. Absolut. Ich trage diese Jacke, okay? Die ihr sehen könnt, die wir beide gerade kreiert haben beim Finale von Germany's Topmodel. Wir haben beide schon jeweils 5.000 Euro in den Topf gelegt. Und das Minimumgebot, was noch draufkommen muss, sind 15.000. Also wir reden Minimum über 15.000 Einstiegsgebot. Wir versteigern das Ding. Mhm. Das Ganze wird gespendet an? An die Arche hier in Berlin. Okay, und der Gewinner wird dann nächste Woche in dieser Sendung bekannt gegeben. So sieht's aus. Also, das Gewinner, machen wir. Das Gewinner machen nicht, wir, ja. Ich meine, der großzügige Spender. Ja. Entschuldigung. Das machen wir exakt genau so, ja?